Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Also das ist so ein einschneidendes Erlebnis, das muss man nicht zweimal haben. Generell das Inhaftiertsein. Also tatsächlich dann mal alles verlieren draußen, ne? War dann auch eigentlich für die Küche vorgemerkt und da kam dann, Sie sind Konditor, ich brauche einen Konditor. Das versüßt einem die ganze Zeit natürlich enorm. Wer braucht schon eine Feile im Kuchen, wenn er Mandelhörnchen und Nussecken haben kann? Hallo zu Knast Live und zu Teil 2 der Doppelfolge über die Kantinenküche, sozusagen das Betriebs- bzw. Behördenrestaurant der JVA Remscheid. Hier essen normalerweise die Bediensteten der Anstalt, von der Bürokraft über die Vollzugsbeamten bis zum Direktor. Vor Beginn meines Daseins als freiwillig eingesperrter Knastreporter war ich auch mal als Gast mittags in der Kantine. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite der Durchreiche in der Kantinenküche, wo der Küchenchef Sascha André von einer kleinen Gruppe Inhaftierter unterstützt wird. Der vielleicht begehrteste Job für Gefangene in der JVA, haben wir schon gehört, weil hier dann doch etwas feiner gekocht wird als in der Großküche für die Inhaftierten und die Kantinenarbeiter nicht nur probieren, sondern auch mitessen dürfen, was so auf der Karte steht. Aber es gibt daneben noch eine andere Besonderheit und auf die habt ihr mich gestoßen. Über den Knast Live Account bei Instagram habe ich vor einigen Wochen eine Nachricht von einer Hörerin bzw. Followerin bekommen, die mich darauf hingewiesen hat, dass es in der JVA-Kantine auch einen Konditor gibt. Und der hat auch schon mehrstöckige Hochzeitstorten für die Angestellten gebacken. Vielleicht eine Folge wert? Fragezeichen. Ich setze ein Ausrufezeichen dahinter, absolut. Klang auf jeden Fall nach einer Geschichte, der ich mal nachgehen wollte. Und bei meinem Einsatz mit der Kantinencrew habe ich Sven, so heißt der Mann, dann auch getroffen und kennengelernt. Bisschen geholfen habe ich ihm auch bei der Arbeit. Und das war ein wirklich gutes Gespräch, denn es ging eigentlich nur am Rande ums Backen. Wir haben uns durchaus sehr intensiv darüber unterhalten können, wie Sven für sich damit umgeht, das erste Mal inhaftiert zu sein. Das erste Mal im Gefängnis und das gleich mit einer längeren Haftstrafe. Wie Gefängnis auf ihn wirkt, womit er versucht, sich über Wasser zu halten, darüber werden wir sprechen. Denn auch wenn Sven und ich bei unserem Aufeinandertreffen dieselben Anstaltsklamotten tragen, kann ich natürlich nicht wirklich nachvollziehen, wie es ist, was es heißt, über mehrere Jahre in Haft zu sein. Und ich will an dieser Stelle auch mal auf eine Sache eingehen, die hier und da schon mal in Kommentaren auf den Social-Media-Kanälen zurückkommt, wenn es dann heißt, naja, wer da sitzt, ist selbst schuld und muss mit den Konsequenzen leben. Ja, das stimmt, kein Widerspruch. Es geht mir in diesem Podcast auch ausdrücklich nicht darum, irgendwas davon zu verharmlosen oder zu sagen, hey, guck mal, was die in Lüttringhausen für sympathische Knackis haben. Nein, das ist nicht mein Thema. Das kann und will ich gar nicht beurteilen. In der Regel weiß ich auch so gut wie gar nichts über die Gefangenen, die ich hier interviewe. Höchstens das, was sie mir selbst erzählen. Und was ich an dieser Stelle auch mal betonen will, weil mich das zufällig auch die Männer in der Kantinenküche gefragt haben, ob denn das, was ich hier im Podcast sage oder verbreite, irgendwie vorher von der Anstaltsleitung erst geprüft und freigegeben wird. Nein, das kann ich eindeutig verneinen. Die JVA hat und nimmt keinen Einfluss auf das, was in den Podcast kommt, was hier zu hören ist oder nicht. Wo es eine kleine Abstimmung untereinander gibt, das sind die Bilder, die ihr auf radioresg.de/knastlive und den Social-Media-Accounts bei Insta, Facebook, TikTok oder YouTube findet, auch zu dieser Folge. Da geht es einfach darum, dass nicht irgendwo jemand zu sehen ist auf den Bildern und sei es nur im Hintergrund, der das nicht möchte. Und es gibt natürlich schon so ein paar sicherheitsrelevante Details im Knast, die aus Gründen nicht gezeigt werden dürfen. Da halte ich mich soweit auch dran, denn ich sag mal so, ich hatte zumindest nicht vor, mir mit diesem Podcast eine Anzeige wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder Geheimnisverrats einzuhandeln. Sag mal, kennt da eigentlich jemand das Strafmaß dafür? Spaß beiseite. Nein, das wollte ich als Transparenzhinweis zumindest nochmal loswerden. Jetzt aber wieder rein in den Knast und den Knast Live Folge 25, der Konditor. Hallo, ja, ich bin der Sven, ich bin jetzt seit fast einem Jahr der Konditor in der JVA. Zurück in der Kantinenküche, während nebenan die Kollegen gerade Wraps und Brötchen für die JVA-Bediensteten belegen, bin ich ein Räumchen weiter, denn hier ist das kleine Arbeitsreich von Sven. Es sieht nach Backen und Gebäck aus. Backen, in der Backstube. In meiner. In deiner, okay. Das heißt, vorher gab es noch keine. Echt? Okay. Ja, nur so ein Tischlein und dann nach und nach dann alles eingerichtet, ja, dass man ein bisschen mehr Spielraum hat. Und offenbar, ich sehe hier Torten, Kuchen, Feingebäck. Hier ist einiges auf der Karte sozusagen. Ja, wir haben jetzt keine feste Karte, was wir machen. Also im Prinzip machen wir alles. Und dann so nach Gusto, nur nach Laune. Wir haben im Sommer mehr mit Frucht oder mehr Sahne und im Winter ein bisschen weihnachtlich oder so Apfel, Pflaume.
Und tatsächlich gibt es die kleine Knastkonditorei erst, beziehungsweise weil Sven als Inhaftierter hier jetzt bei Küchenchef Sascha André arbeitet. Genau, richtig. Ja, der ist jetzt seit, wie lange ist er jetzt hier? Ein Dreivierteljahr, 10 Monate, genau. Kuchen sind dem heiß begehrt. Ob jetzt die Kollegen für privat draußen bestellen oder für zur Feier des Tages, wenn man befördert worden ist, werden gerne Kuchen und Torten bestellt. Hochzeitstorten, auch schon gewesen. Das ist aber dann anspruchsvoll, also richtig anspruchsvoll, oder? Oder geht das eigentlich? Ja, ich kann es ja, ne? von der Ausbildung her, deswegen, aber ist natürlich so schön, sowas zu machen, ne? Dass sie einem so viel Vertrauen entgegenbringen, dass man sagt, ja, kannst du sowas, ich sehr sicher, wie kann das aussehen, mal ein paar Vorschläge gemacht und so, und da war sie begeistert. So, jetzt nicht lang schnacken, was kann ich tun? Ich löse jetzt gerade noch Kuvertüre auf, ja. Und dann können wir gleich die Mandelhörnchen tauchen, dauert halt noch einen Moment. Freitags machen wir immer so irgendwas für auf der Hand, was sie mitnehmen können. Nussecken oder Mandelhörnchen oder was sogar Streuseltaler oder irgendwie sowas. Ja. Was Schnelles. Und dazu gibt es dann die große Rezeptesammlung oder ist die im Kopf gespeichert? Ja, wie es gemacht wird, ist im Kopf natürlich, aber die genaue Rezeptur, die holen wir uns meistens aus dem Internet, irgendein Rezept oder Backbücher. Da haben wir mittlerweile auch eine Auswahl. Und das heißt, es wird jeden Tag dann hier auch was aus dem Bereich mit angeboten oder nur zu bestimmten Tagen? Kuchen machen wir meistens von Montag bis Donnerstag, wenn wir das Mittagsgeschäft haben. Und wie gesagt, freitags haben wir dann so Kleinigkeiten, die man auf der Hand nehmen kann, wie Nussecken oder Marzipanhörnchen. Lernen Sie denn dann hier auch noch ein bisschen mit, oder? Selbstverständlich. Ich bin gelernter Koch. Backen war nie so meins. Auch da kann man sich gut was abgucken. Ja, das stimmt. Also insofern, ja, dankbar gewesen über die Gelegenheit, dass dann jetzt hier so weiter die Profession weiter ausleben zu können? Im Grunde ja. Also eigentlich so die letzten Jahre hatte ich nicht mehr so die Lust, jetzt so konditormäßig wieder was zu machen. Da war ich ja eher beruflich im Holzgewerbe und zuletzt hier in der Küche gewesen in Hagen. Und dann kam ich natürlich hier rüber, war dann auch eigentlich für die Küche vorgemerkt. Und da kam dann, ja, sagte, nee, sie sind für die Kantine vorgemerkt. Ich so, oh, warum das denn? Sagte er, kam dann der andere direkt an, nee, sie sind Konditor, ich brauche einen Konditor. Haben Sie da Bock drauf? Ich so, ja sicher, warum nicht, ne? Und dann mittlerweile ist das wieder richtig aufgelebt. Ne? Da hat man richtig Spaß wieder drauf und das versüßt einem die ganze Zeit natürlich enorm. Das ist ja, aber mir macht sehr viel Spaß. Also in dem Sinne schon dankbar, ja klar. Ja. Könnte schlimmer sein. Warum ist Küche so beliebt bei vielen? hauptsächlich natürlich, weil man am meisten verdienen kann da unten, aber auch wegen dem Essen. Ne? Wobei natürlich hier oben ist eine ganz andere Geschichte mit Essen. Wir haben ja hier so ein bisschen à la carte, kann man sagen. Und da ist man schon so, die anderen schon so ein bisschen neidisch, dann immer, wenn man dann draußen ist. Was habt ihr euch wieder gegessen? Ah, ein Gyros mit Pommes. Toll. Spart auf jeden Fall ein bisschen Kosten, oder? Muss man sich weniger dazu kaufen? Das auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin sowieso nicht so der viel selber kocht, aber hier oben ist natürlich noch weniger. Und da beschränkt sich dann der Einkauf meistens auf Tee und irgendwie Körperpflegeprodukte und sowas alles. Also mein Einkauf ist immer relativ gering. Der Nussecken aus dem Reiskocher wird schwierig, glaube ich. Das ist völlig richtig. Habe ich noch nicht versucht, da kann man mal gucken. Zugegeben, mein Part als Konditorgehilfe von Sven hält sich sehr in Grenzen. Die Mandelhörnchen hat er nämlich schon vorher komplett fertig gebacken. Und meine Aufgabe besteht im Prinzip nur darin, die an den beiden Enden in Kuvertüre zu tauchen und zu gucken, dass ich dabei möglichst wenig rumtropfe. Aber auch das muss man hinkriegen. So, also ihr habt schon gesehen, hier so ein bisschen oben die überstehen. Ja, das fallen die an die Kuvertüre, da meint ja so eine schöne Krummel da mal drin. Bis unten durchtunken, oder? Ja. So tief ist das diesmal nicht. Ja, ja. Dass das abläuft quasi. Ja. Damit das hier nicht entsteht. Ich dachte mir das schon, ja. Yeah. Gleich wieder. Aber so ein bisschen Schülle. Genau. So, erste Zwischenbilanz. Eintunken in Schokolade. Was sagt der Experte? Ja, so Ihre sehen gut aus. Ja. Wenn Sie mal nicht mehr weiter wissen, ich glaube, Sie können hier. Oder wenn es mal schlecht läuft. Ich wollte gerade sagen, ob ich es dann unbedingt hier meine Backkünste ausleben würde, wäre es nochmal ein anderes Thema. Aber ja, vielleicht müssen Sie es irgendwann mal, das weiß man nie. Das stimmt. So, wie geht es jetzt gleich noch weiter? Was steht noch an? Oder? Die stellen wir jetzt nur noch kalt. Müsste dann gleich getrocknet sind oder feste sind und dann können wir sie einpacken, sauber machen und dann war es das für mich schon. Du erzählst, kannst, magst, warum, weshalb, wieso, wie lange schon hier bist? Wie lange hier bist, ist, können wir gerne drüber reden. Okay, ja. Warum eher weniger. Ja,
Also hier jetzt in Remscheid oder generell? Generell, also wie viel? Fast, 2 Jahre schon. Und noch, ja, kommt auf an, wie es, also Enddatum wäre 26. Tendenz ist aber aktuell so eher zu Mitte dieses Jahres, dass man Lockerungen kriegt. Und dann schauen wir mal weiter. Das könnte dann was heißen? Offener Vollzug. Ja. Und dann über einen Freiberufler erreichen, dass man draußen wieder arbeiten kann und dann zum Zweidritteltermin, wenn es klappt, dann schon draußen. Aus dem Gespräch heraus würde ich jetzt sagen, klang es jetzt so, als ob das auch nicht eine allzu lange Vorgeschichte gehabt hätte oder als ob du schon häufiger solche Anstalten, also mit anderen Worten, was ist die erste Haftstrafe? Ja, also jetzt erst mal eingesessen tatsächlich. Also das kannte ich noch gar nicht, ist was ganz Neues für mich, muss ich auch nicht nochmal haben. Aber vorher mal, letzte war natürlich eine Bewährungsstrafe, die dann ausgesetzt wurde, leider Gottes. Die habe ich jetzt hier quasi abgesessen, da kam natürlich die neue drauf. Manchmal läuft es nicht so, wie man möchte, aber von der Planung her wird es nicht nochmal passieren. Also das ist so ein einschneidendes Erlebnis, das muss man nicht zweimal haben. Ich zumindest nicht. Was waren die einschneidendsten Momente, Erlebnisse, die hängen bleiben? Generell das Inhaftiertsein. Also tatsächlich dann mal alles verlieren draußen, ne? Also Familie, gut, die hat immer hinter mir gestanden, das ist auch weiterhin so. Dann hat man noch die ein, zwei guten Freunde. Aber viele haben so ein Klischee, denken so, oh, das ist jetzt direkt mal von WhatsApp gelöscht oder so. Ne? Direkt als es bekannt wurde und dann hat man natürlich die Wohnung weg. Ich habe natürlich das Glück, dass meine Schwestern da sehr geholfen haben draußen. Das heißt, ein Lager organisiert, die ganzen Möbel da rein, eingelagert, dass ich direkt, wenn ich wieder rauskomme, sofort wieder alles habe. Nur noch eine Wohnung nehmen. Meine Firma hat auch zugestimmt, dass sie mich weiter einstellen. Also das ist schon mal positiv, aber trotzdem, wenn wirklich alles mal weg ist, das ist schon sehr gravierend. Da muss man schon zweimal nachdenken. Denkt man zu viel nach quasi tatsächlich. Aber vielleicht genau das mal beschreiben, weil wir haben als Reaktion auch auf den Podcast oder auf die Bilder, die ich auch veröffentlicht habe, gibt es auch immer wieder Leute, die dann schreiben, ach, denen geht es doch immer noch zu gut da. Das soll, also die so eine Vorstellung haben, das muss schwarzes Loch, Brot und Wasser sein und für die vielleicht gar nicht klar ist, dass selbst das, dass man in Anführungszeichen den Luxus eines Fernsehers oder was auch immer hat, wie massiv, also vielleicht, wo macht sich das für dich am deutlichsten immer bemerkbar? Also Fernseher ist tatsächlich ein Luxus, weil den muss man ja bezahlen. Und wenn man tatsächlich hier drin ist und keine Arbeit macht, weil man nicht arbeiten möchte, dann hat man natürlich auch nicht das nötige Geld, um einen Fernseher zu nehmen, um einen Einkauf zu machen und sowas alles. Das kriegt man ja nicht geschenkt. Und insofern gibt es natürlich einige hier im Haus, die dann halt diesen Luxus nicht haben und die sich natürlich alles wünschen. Und andere, die dann einen guten Job haben, ich sag mal wie in einer Kantine, wie in einer Küche oder Kammer oder sowas, Halle hier, diese Montage und sowas alles, da kann man sich natürlich die Art, nennen wir es jetzt einfach mal, hier ist es tatsächlich Luxus erarbeiten. Ne? Wobei sich der Luxus halt auf den Einkauf beschränkt zum Beispiel oder halt den Fernseher oder ich weiß nicht was, dass man abends mal eine Tüte Chips hat, was draußen normal ist. Ne? Oder Briefmarken kaufen, da fängt es ja schon an. Das ist tatsächlich der Luxus. Also man lebt hier quasi, ich würde mal sagen, wie Hartz IV. Außer, dass man keine Wohnung hat. Die Wohnung ist hier sehr klein, die Tür ist immer zu. Wenn man nicht gerade Hausarbeiter ist oder so, dass man sich ein bisschen im Haus bewegen kann. Ansonsten ist man tatsächlich, wenn man nicht arbeitet, 23 Stunden eingeschlossen. Und dann ist so ein Job natürlich eine Befreiung, weil man da mindestens 8 Stunden mal unterwegs ist, draußen ist oder in einer Halle oder wie hier oben halt. Das ist positiv. Ist es dann tatsächlich so, dass man versucht, sich dann abends abzulenken, dass man nicht irgendwie, weil man könnte ja schon, also ich sag mal, wenn ich so im Dunkeln rausgucke und dann so dieses Ganze drumherum mal so richtig auf mich wirken lasse, ein Wohlfühlgefühl kommt da jetzt nicht unbedingt auf. Wohlfühlen, ich möchte mich auch nicht wohlfühlen hier, weil es ein abschreckendes Erlebnis sein soll, ja. Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich das Wort benennen soll, weil ich hatte ja mit der Psychologin viel Gespräche, fühlen sich hier wohl. Ich sage, was heißt wohlfühlen? Ich mache es mir behaglich. Also, dass ich so ein halbes Wohlfühlgefühl, dass man ein bisschen bequem hat, man hat Bilder an der Wand, hängt ein paar Poster und sowas. Wenn man ein Hobby ist, dann kann man denen natürlich so ein bisschen nachgehen. Ich mache mal Modellbahn viel, das heißt für ein Planen und Zeichnen, da vertreibe ich mir die Zeit. Und da denke ich dann halt auch nicht an das, was gerade ist. Da vergesse ich dann teilweise auch, wo ich bin. Das ist natürlich positiv. Wenn ich natürlich jetzt rausgucke, dann sehe ich so ein bisschen die Landschaft draußen. Das tut mir eigentlich besser als beispielsweise in Hagen, wo ich vorher war, wo man nichts gesehen hat, weil man wirklich abgeschlossen ist. Vor einem ist eine Wand, also 10 Meter weiter von dem anderen Block. Und man sieht halt nichts, man weiß nicht, was draußen los ist. Ist jetzt Sommer, Winter, dann sieht man, dass hell und dunkel ist. Das hat mich viel mehr bedrückt, weil man kann nichts machen, überhaupt nichts. Und wenn man tatsächlich auch gar keinen Fernseher hat, dann ist das natürlich noch schlimmer. Also wenn man tatsächlich nur auf dem Bett sitzt, ein bisschen Radio hört, dann geht die Zeit überhaupt nicht um. Dann denkt man zu viel nach, der Kopf geht kaputt und das ist übel. Also ablenken muss man sich schon irgendwie.
das macht ja eigentlich jeder anders. Die einen malen, die anderen zeichnen, die anderen machen vielleicht irgendwie Musik oder was. Oder viel Umschluss. Ich bin jetzt nicht so der, der viel Umschluss macht. Also Sport ist natürlich auch angesagt bei vielen, dass sie auch so die Zeit dann nutzen, um Sport zu machen. Auch in der Zelle halt. Aber das heißt, habe ich richtig verstanden, du planst dann schon die nächsten Modellbahnen für später hier? Ja, oder? Nur die Zukunft. Ich habe hier viel Zeit und diese Zeit möchte ich natürlich ein bisschen sinnvoll nutzen. Ne? Dass ich schon da, was kann sehen, wie geht es weiter, eine Wohnung, wie könnte die aussehen und sowas. Und jetzt halt Modellbahn, klar, da möchte man ein eigenes Modellzimmer haben dafür und wie kann die Anlage darin aussehen und sowas. Das plane ich schon ziemlich genau. Also generell alles, was draußen passieren kann, mit Job und sowas alles. Wo wir dann hingehen, gehen wir vielleicht in eine andere Stadt oder hier in die Stadt und näher an eine Firma oder eine andere Firma und sowas alles. Ne? Also schon ziemlich durchdacht wieder. Und klingt aber auch so, dass du, ich sag mal, sehr auf dich fokussiert bist. Ich meine, jetzt hast du ja auch deine eigene Backstube, aber jetzt nicht unbedingt darauf aus bist, hier 5 neue Freunde zu finden, sondern zu sagen, hey, ich guck, dass ich hier gut durchkomme. Genau. Das ist für mich das Wichtige. Weil, ja, ich sag, es gibt hier nette Jungs, mit denen kommt man klar. Ich sag mal, mit den Jungs hier oben natürlich auch, aber generell kann man sagen, im Knast findet man jetzt nicht wirklich Freunde. Ne? Es ist, man kommt miteinander aus und man kann miteinander arbeiten und sowas alles, das ist alles okay. Aber spätestens, wenn man draußen ist, dann möchte man doch mit den Leuten wirklich wenig zu tun haben, weil jeder hat seine eigene Sache hier zu erledigen, seine Straftat oder was. Da kommt man vielleicht damit nicht aus und damit nicht aus. Und ich möchte aus den meisten wirklich nichts mehr mit zu tun haben, mit generell mit Anstalt und Knast und möchte auch nie wieder da rein und so, nie wieder Straftaten, habe ich überhaupt keine Lust mehr. Ist jetzt so viel, das war jetzt so ein prägendes Erlebnis, dass deswegen, also möglichst zurückhalten aus allem. Das heißt, es ist auch so eine Frage, die ich versuche so im Laufe der Folgen nachzugehen. Was bringt Knast, was tut Gefängnis und wie es läuft jetzt hier auch im Strafvollzug dafür, dass genau diese Einstellung passiert? Wie wäre so dein Fazit bisher? Also bei Psychologen hat es auch schon, wie sehen Sie das? Also ist Knast die richtige Lösung für sowas? Und ich sage schon, also wenn man den Gnadenschluss hören will quasi, das ist wirklich so, das war jetzt der Schluss, weiter geht es nicht mehr, es geht nicht tiefer, dann ist das wirklich wichtig, finde ich. Also für mich war es wichtig. Ich habe zwar schon vorher war ich schon ein anderes Leben wieder, also normales wieder. Ich habe mich schon ziemlich rausgehalten und habe mich damit gerechnet, okay, jetzt kommt es vielleicht doch. Und dann kam es halt so weit, jetzt wirst du doch inhaftiert, ja gut. Aber im Prinzip ist es nötig gewesen, um wirklich für die Zukunft zu sagen, da willst du nie wieder hin. Das ist so eine Notbremse. So sehe ich das für mich. Die Mandelhörnchen sind inzwischen fertig, die Schokolade trocknet und wir stehen noch einen Moment in der Backstube zusammen. Wir haben, als wir begonnen haben, so ein bisschen ja schon geplaudert, vielleicht noch mal eben kurz erzählen, was so bisher so an Reaktionen auch aus der Anstalt kommt auf dieses neue Angebot hier. Die ist sehr positiv. Also die freuen sich, aber die kennen, oh, ich kriege mittlerweile schon Androhung, dass ich nochmal 2 Jahre drauf kriege, nur damit ich hier bleibe. Das ist natürlich Spaß, aber es freut mich natürlich, dass sie das alle so mögen. Dann kommen auch, ich sag mal, 99% positive Resonanz. Auch von den vom Weihnachtsbasar her hat man das auch gesehen, wie die Tüten weggegangen sind mit den Plätzchen und sowas. Die Leute stehen vor der Theke und die haben jetzt nicht ist ja Knast hier, was soll ich hier oder so. Und die freuen sich, die haben alle einen Strahlen im Gesicht gehabt. Guck mal, hier ist Basar, können wir was Schönes kaufen und so. Und das hat mich gefreut, einfach den Leuten eine Freude zu machen. Und die haben das angenommen und das freut mich dann wiederum. Auch von den Beamten ja natürlich. Was war so das, so Richtung Torten und Co., was waren so die spannendsten, schönsten Sachen, Projekte bisher? Und tatsächlich zweimal Hochzeitstorte. Einmal war es ein großes Viereck. Ich glaube, es war eine Hochzeit, weiß ich gar nicht, weil die musste nur die Torte machen. Die haben dann quasi auf Esspapier ein Bild ausgedruckt für da drauf. Und das andere war für einen aus der Verwaltung eine 3-stöckige Hochzeitstorte. Und Petit Fours, 65 Stück. Also tatsächlich einmal die komplette Naschwarenabteilung bei ihr. Und die war sehr begeistert, die waren alle begeistert. Insofern freue ich mich natürlich auch. Muss ich natürlich kritisch nachfragen, ist es denn von der Kundschaft, von der Tortenkundschaft auch angemessen bezahlt worden? Ja. Also hier ist natürlich ein deutlich niedriger Preis als draußen in der normalen Wirtschaft, aber also deswegen freuen sich natürlich auch alle. Das ist natürlich viel günstiger. Gäbe es jetzt für die Zeit, die ja hoffentlich dann vielleicht nicht mehr so lange dann ist, zumindest bis offenem und Co., noch Ideen oder was Dinge sagst, das will ich hier auf jeden Fall gerne mal noch versuchen? Ja, zu Ostern hin, immer so ein paar Osternester so mit einem bunten Ei drin oder Stuten machen oder sowas. Vielleicht geht das auch. Bisher ist eigentlich alles gut angenommen worden. Wir hatten zum Martinstag hatte ich hier Wegmänner gemacht.
für direkt vor Weihnachten hatte ich jetzt nochmal Pfefferkuchenmänner gemacht. Und die sind alle, also, jetzt mal so ein Probieren. Nehmen sie es an, nehmen sie es nicht an. Der André sagt dann nochmal schon so eine Tendenz, ja, das läuft jetzt nicht so oder das läuft. Wie, was mit Mohn ist ja immer eine gefährliche Geschichte hier. Es wird auch nicht so angenommen. Ich sage, Schwarzwälder Kirsch wird zum Beispiel auch nicht unbedingt angenommen. Das ist immer schade, aber da haben wir ja genug Auswahl. Dann gucken wir Ostern nochmal irgendwas aus, dann schauen wir mal. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Alles Gute und schöne Grüße an die Person, die mich darauf hingewiesen hat. Das ist ja ein spannendes Gespräch. Mal anrufen. Ja, schöne Grüße an meine Schwester. Ja, danke, dass sie mich hier vorgeschlagen hat. Sehr erfreut. Man sieht sich zweimal. Sven, der Knastkonditor. Ja, damit wäre die Frage, das Geheimnis gelüftet, von wem der Hinweis kam. Vielen Dank, lieben Gruß auch von mir an deine Schwester. Auch bei Sven war es so, wie ich eingangs schon sagte, ich wusste bis auf diese kurze, knappe Insta-Nachricht nichts über ihn, kann nur das mitnehmen, was ich im Gespräch gehört habe. Aber ich bin ja mit dem guten Gefühl rausgegangen, so wie er es mir vermittelt hat, dass er tatsächlich seine Lektion gelernt hat, auch mit dank Unterstützung der Familie im Hintergrund wirklich ernsthaft daran arbeitet, nicht nochmal im Gefängnis zu landen, auch wenn er erstmal noch einen Weg vor sich zu gehen hat. Für sich selbst scheint er Wege gefunden zu haben, mit der Situation umzugehen, Stichwort Modellbahn, Pläne. Sucht jetzt also offenbar nicht groß nach Freundschaften, Bekanntschaften. Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut im Knast, bevor man da in die Falschen gerät. Ich weiß nicht, ich habe darüber nachgedacht, ob ich, weiß nicht, ich glaube, ich wäre auch eher so der Typ Einzelgänger oder so. Weiß nicht. Wo ich ja tatsächlich noch dran hängen geblieben bin, war dieser eine Nebensatz von Sven, bezogen auf meine Backkünste, als er so ein bisschen scherzhaft meinte, naja, wer weiß, wann man es mal braucht, auch wenn man es nicht geplant hat. Ja, ja. Gut, bei ihm haben wir gehört, ne? Gab es eine Bewährungsstrafe vorher, das kam dann nicht so ganz ohne Ansage. Aber ja, es gibt Straftaten, Verbrechen, die man so möglicherweise nicht geplant hat. Taten, die passieren im Affekt oder ein schwerer Unfall mit möglicherweise tödlicher Folge, die man verursacht hat. Das sind Dinge, die einen in den Knast bringen können, auch wenn man es vorher nicht geplant hat. Und dann steht man plötzlich, so wie ich jetzt gerade, im großen Hafthaus auf dem Gang vor seiner Zelle und wartet, dass einem die Tür wieder aufgeschlossen wird. Sind hier auf der 28? Genau. Okay. Danke. Bitte. Mein kleiner Einsatz in der Kantinenküche ist damit beendet und es geht für mich erstmal zurück auf Zelle. Immerhin mit einer Tüte Mandelhörnchen und Nussecken im Gepäck, die mir Sven auch mitgegeben hat. Kleine Stärken kann nicht schaden, denn es geht mit Arbeit weiter. In der nächsten Folge geht es in die Wäscherei. Die ich übrigens, wenn ich in meinem Haftraum, in meiner Zelle aufs Bett steige und oben durchs Fenster, durchs vergitterte Fenster schaue, ständig vor meiner Nase habe. Da gucke ich nämlich direkt auf die Wäscherei. Und in der nächsten Folge geht's dann da für mich rein. Ihr könnt dabei sein. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt für mich, für diesen Knastlife-Podcast, schreiben über radios.de/knastlife oder über die Social-Media-Accounts bei Insta, Facebook oder TikTok. Bis dahin, bleibt sauber und passt auf euch auf. Knastlife. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.